Und zum ersten Advent gibt es eine kleine Eule aus meinem Häkelbuch, so eine kleine Eulenapplikation. Du beginnst mit einem Fadenring und 5 festen Maschen. Ich häkle hier mit einer Nadel 3 mm und einer Sigma, das ist Baumwolle-Viskose-Mischung von Langjans. Also Fadenring mit 5 festen Maschen, Fadenring zusammenziehen und die Runde mit einer festen Masche mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. In Runde 2 und 3 wird jede Masche verdoppelt. Die zweite Runde beginnt mit einer Wendeluftmasche. Gleich noch eine feste Masche in die allererste Masche, also an die gleiche Stelle. Und natürlich muss die Lucy wieder vorbeischauen. Es geht gar nicht anders. Also und in jede Masche 2 feste Maschen. Ich stelle es schneller. Du hast also dann am Ende der zweiten Runde 12 feste Maschen. Die Runde endet. Ich bin da bei den letzten 2 Maschen. Auch diese Runde endet mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Runde 3 beginnt ebenfalls mit einer Wendeluftmasche, einer festen Masche gleich an die gleiche Stelle einstechen und wieder in jede Masche 2 feste Maschen. Damit hast du dann 24 Maschen am Ende der Runde. Ich stelle es wieder schneller. Und ich bin wieder bei den letzten 2 Maschen und auch diese Runde endet mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Nun wird Farbe gewechselt, also diesen Faden mit etwa 20 cm abschneiden und weiter geht's, ich nehme da grün. Den Faden durch die Schlinge ziehen und eine Wendeluftmasche. Nun wird jede vierte Masche verdoppelt. Also 1, also feste Maschen. Ich nehme da gleich den Anfangsfaden, den häkle ich gleich mit. Da muss ich ihn nicht vernähen. 2, 3 und in jede vierte Masche 2 feste Maschen. Damit hast du am Ende der Runde 30 Maschen. Also jede vierte Masche verdoppeln in der vierten Runde. Und die Runde schließen mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Und nun geht es schon an die Ohren. Eine Eule hat ja gar nicht keine richtigen Ohren. Sondern nur, also Ohren hat sie schon, aber so Büschel. Also, egal. In die nächste Masche keine Wendeluftmaschen, ein halbes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen und ein doppeltes Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Die Lust ist ein bisschen lästiger, was soll ich tun? In die nächste Masche, umgekehrte Reihenfolge, ein doppeltes Stäbchen, ein ganzes Stäbchen in die gleiche Masche und ein halbes Stäbchen in die gleiche Masche. Eine Masche überspringen und danach 4 feste Maschen, also 4-mal eine feste Masche. Eine Masche überspringen, eine feste Masche, 2, 3, 4, wieder eine Masche überspringen
und in die übernächste Masche wieder ein halbes Stäbchen. Sie ist so lästig. Ein halbes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen in die gleiche Masche und ein doppeltes Stäbchen. Zwei Luftmaschen und in die nächste Masche wieder umgekehrte Reihenfolge. Ein doppeltes Stäbchen und ein ganzes Stäbchen und ein halbes Stäbchen. Eine Masche überspringen und eine Kettmasche. So, und wer möchte, kann da aber noch an der unteren Hälfte um die Rundung eine Reihe fester Maschen dran häkeln. Also ein Stückchen fester Maschen. Ich mache da die Kettmasche weg und häkel da jetzt noch ein Stück fester Maschen dran bis zum nächsten Ohr. Einfach in jede Masche eine feste Masche. Also dieses Stück musst du nicht dran häkeln. Wem das zu dünn ist, der kann also eben diese festen Maschen noch bis zum anderen Ohr dazu häkeln. Und in der Kerbe vor dem Ohr mit einer Kettmasche schließen, den Faden durchziehen und nachher vernähen. So, und nun für die Augen zwei kleine Kreise häkeln. Einen Fadenring mit drei festen Maschen. Das ist zwar ein bisschen eng und klein. Ihr wisst, ich habe keine Prinzessinnenfinger. Also ein bisschen Spielerei. Auch diese Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. Die zweite Runde beginnt mit einer Wendeluftmasche und gleich in die erste Masche noch zwei feste Maschen. Und in jede feste Masche zwei feste Maschen rundherum. Das ist es auch schon. Und die Runde endet natürlich ebenfalls mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. So, die zwei letzten festen Maschen. Nun eine Kettmasche in die erste feste Masche. Dann auch den Faden nochmal durchziehen und etwa mit 20 cm abschneiden. Der Anfangs- und Endefaden, die verwenden wir dann gleich zum Festnähen. Das Ganze also zweimal natürlich. Und das wird dann mit einem andersfarbigen Faden festgenäht. Für die Ohrbüschel lege ich einen Faden zweimal zusammen, also dass ich vier Fäden habe. Eine Schlinge mit 2 und 2 Fäden mit der Häkelnadel durch die Lücke am Ohr, so wie man auch eine Franse einfädelt, die Schlinge durchziehen und die Fäden durch die Schlinge auf der Nadel ziehen und dann einfach abschneiden, so lange wie du es möchtest. Dann werden die Augen festgenäht mit einem andersfarbigen Garn, schwarz oder ein dunkles Grün oder eine andere Farbe und der Schnabel mit ein paar kleinen Stichen angedeutet. Da nähst du so ein kleines Dreieck rein. Viel Freude damit!